Was guckst du so? Meinst du, es ist nicht mehr jugendfrei? Ich habe das nicht ausgesprochen. Ich habe es nicht ausgesprochen. Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einem weiteren Comic-Stream mit Jana Redflower und dem Moderator. Dieses Mal halten wir uns wieder ein bisschen mehr an unser Konzept und zwar sind heute dran die Eltern von Nasty, die noch nicht wirklich viel Charakterisierung haben, vor allem nicht die Mutter, mit der wir anfangen. Das ist die Jessica Trinidad und sie ist Bibliothekarin. Thank you.
Ja, ich würde sagen, so lasse ich das erstmal für heute. Hm? Ja, sieht doch super aus. Also das ist jetzt einmal die Jessica Trinidad, die Mutter der Nasti, der Protagonistin aus der Geschichte. Wir kommen jetzt zum Vater, dem Anton Trinidad. Der arbeitet im Supermarkt, war früher Architekt, hat jedoch einen Fehler bei der Planung gemacht. Ein Gebäude ist eingestürzt, es gab einen hohen Sachschaden und einen Toten, was ihn sehr belastet und weswegen er auch nicht mehr in seinem alten Job arbeitet. Thank you.
So, das ist eine Silhouette schon mal. Ich glaube, die hätte auch als Gruselbild für Halloween gepasst. Ich habe mich schon gewundert, warum ich auf Wikipedia einen Artikel lese über eine Geisterjägerin, die zensiert wurde, die dann nackt rumgesprungen ist bei ihren Seancen. Was guckst du so? Meinst du, ist das nicht mehr jugendfrei? Ich habe das nicht ausgesprochen. Ich habe es nicht ausgesprochen. Ja, ich habe auch festgestellt, dass ich irgendwie bessere Ergebnisse habe beim Comiczeichnen, wenn ich das als Einzelbilder mache und später zusammensetze. Weil wenn ich dann so eine ganze Seite habe, dann denke ich mal an alle Bilder gleichzeitig und kann mich auf keins richtig konzentrieren. Wenn ich aber erstmal so richtig schön eins ausgearbeitet habe und das dann nachher nochmal abmale und einfüge, dann ist das ganz gut. Also funktioniert so ganz gut. Jetzt muss ich die ganze Zeit die Grimasse halten, ne? Und du beschwerst dich, dass du ein Model machst. Da sieht man mal, dass das Nichtstun von den Models im Aktzeichenunterricht eine Kunst ist. Aber die mussten keine Grimassen schneiden. Denen wurde immer gesagt, wie sie sitzen sollten, dann haben sie entweder gestanden. Wie sie sitzen sollten, dann haben sie entweder gestanden.
Ja, die sieht eher aus, als wäre das irgendwie eine Sirene oder sowas, ne? Also, das ist die Lehrerin, die sonst gar nicht charakterisiert ist, aber gut, das ist darum gekommen. Ja, bis dahin und noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.